Hallo zusammen, mein Name ist Debitom und spiele TerraTech. Falls es euch gefällt, vergesst nicht zu bewerten. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen, wir spielen mal wieder ein bisschen TerraTech und machen mal unsere Basis ein bisschen frisch, weil hier sind so viele Teile in der Basis. Und eigentlich wollte ich ganz gerne mal so eine Basisverteidigung haben. Allerdings ist das echt fummelig, hier zu bauen. Da fehlt irgendwie noch eine coole Übersicht. Sag ich, glaube ich, jedes Mal. Los, Entwickler. Entwickelt. So, auf jeden Fall habe ich jetzt hier so ein... Ich glaube, das ist so eine KI, die halt verteidigt. So sieht zumindest aus. Nur wenn die nur zwei Kanonen hat, bringt das ehrlich gesagt nicht so viel. Deswegen packe ich die mal voll mit drei Kanonen. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, da kommt auch mal einer hin, damit wir mal sehen, was sie kann. Ah, genau, hier sind noch ein paar dran. Und vielleicht kann man ja auch größere Sachen machen oder mehr dran und mehr Kanonen dran. Müsste man eigentlich mal testen. Vielleicht machen wir das direkt mal, weil wenn wir hier dieses Paket nehmen und das dem auf den Kopf tun und dann sage ich so drehen. So. Dann kann man hier oben bestimmt eine Kanone drauf machen und dann eine Kanone dran. Also ich nehme jetzt mal alle Kanonen, die halt über sind und pack die da dran. Ich weiß nicht, wie lange das Ding da hält, aber so wie es aussieht, nicht so lange. Und dann gehen wir mal ein bisschen auf Rohstoffsuche. Wir machen gleich mal so eine Verarbeitung. Ich habe allerdings nicht alles behalten, wie das mit der Verarbeitung funktioniert. Aber das sieht doch schon mal geil aus. Glaube ich. Ja doch. Sind 7 Kanonen dran, die richtig krass aussehen. Und man kann auch irgendwie noch KIs machen. Probieren wir auch mal. Warte mal, da hinten ist noch einer. Da fahren wir mal hin. Alter, wie das hier aussieht, ne? Warte, wir nehmen jetzt mal die Kanone hier mit. Ich meine, klar, könnte man jetzt auch im Zeitraffer machen, aber dann versteht es wieder auch keiner, was ich hier mache. Dann sieht man auf einmal nur, zack, Basis ist da und dann fragt sich jeder so, ja, wie hast du die denn jetzt gebaut? Oh. Das habe ich kaputt gemacht. Kann man das denn hier dran machen eigentlich? Irgendwie nicht. Aber da könnte ich es dran machen. Weil ich dachte mir, man kann dem dann sagen, ja komm mal mit jetzt. Hier, da zum Beispiel. Weil es war zum Bauen, nehme ich jetzt das Ding hier. Los, Vehikel! Ah ja, stimmt. Das ist nur die Fahrerkabine vorne, richtig gut. Was ist das? Au! Oh. Das ist so eine Art Stütze, die ist immer geil. Jetzt habe ich schon Shift gedrückt gehalten, wie bei Planet Coaster, wo man hoch runter machen kann. Geht ja aber nicht. So, wir sind jetzt ein bisschen erhöht. Ich würde mal sagen, wir machen dann... Also... Ich weiß gar nicht, was das hier alles war nochmal. Was ist das denn? Das ist, glaube ich... Eine Verarbeitung. Genau, das ist eine Verarbeitung. Da werden Sachen geiler gemacht. Da rein, da raus. Förderbänder wären eigentlich mal ganz geil. Ich glaube, die sind da hinten. Mann, ey. Also, Entwickler, lasst euch mal was einfallen. Basenbau muss cooler werden. Vielleicht kann ich es einfach nicht. Kann auch sein. So, das nehmen wir mit. Was war das nochmal? Ich glaube, das ist der... Ich verkaufe jetzt... Apparat, ne? Ich glaube ja. So. Komm mal mit. Wir sortieren jetzt mal hier die Verkaufsapparate. So, aber Sekunde. So, Kanone geschützt. Ich habe jetzt so einen Solargenerator mit so einer Bubble nochmal da dran gemacht. Jetzt würde ich sagen, machen wir nochmal eine Kanone, die irgendwo rumliegt. Und ich habe hier eine kleine Verarbeitung gebaut, relativ weit oben, sehe ich gerade. Obwohl, geht. Hier kann man jetzt ranfahren, dann werden die Sachen draufgezogen, dann wird es hier verfeinert, raffiniert und dann geht es quasi in den Verkaufsautomaten. Hier habe ich nachher nochmal geguckt, hier kann ich quasi Sachen herstellen. Das sind so Lagerpads, wo man halt, oder ja doch Lagerpads, wo man Sachen drauf lagern kann. Aber ich suche jetzt gerade noch mein anderes KI-Modul. Also man kann damit wohl auch Autos bauen, die dann einen hinterherfahren. Ihr habt auch geschrieben, man kann was bauen, wo die dann farmen gehen und sowas, aber... Das habe ich noch nicht herausgefunden. Genau, hier sind noch ein paar Basenteile, ist egal. Hier sind zum Beispiel Generatoren, habe ich da hingetan. Einmal den Thermal Generator, der mit Gas arbeitet. Und einmal diese Öfen, wo man halt Sachen verbrennt. Und ich würde sagen, die machen wir gleich noch an unser Hauptfahrzeug. Und die Batterien für die Bubbles auch noch. Aber warte mal, wo finde ich denn jetzt hier mein komisches Gerät? Ich habe das hier hingelegt. Ist echt wie bei Lego, weißt du? Dann suchst du irgendwelche Teile in dem großen Gewühl. Hallo? Bitte nicht. Ah, guck mal. Da geht's bei Level Up. Cool. Ah, hier vorne. Alles gut.
Den positionieren wir jetzt quasi an unserer Verarbeitung auf der anderen Seite. So, komm mit. So, jetzt habe ich hier so lange rumgepimmelt, es wird auch gleich schon wieder dunkel und ich wollte eigentlich noch was gemacht haben. Aber ist ja egal, dann machen wir es halt im Dunkeln. Wir sind ja Leistung, beziehungsweise wir können ja einiges wegstecken, weil wir ja relativ stark sind. Wir haben schon einige besiegt. Das machen wir hier mal hinten für Rohstoffsammlungen. Jetzt nehmen wir noch ein paar Batterien mit. Ein Ladegerät vielleicht, falls wir unterwegs mal irgendwas machen müssen. Immer diese doppelten Blasen. Aber die halten auch super lange, diese Batterien. Wobei, das sind ja noch die kleinen. Es gibt wohl auch noch größere, die habe ich noch nicht gefunden. Aber da machen wir uns jetzt mal erstmal auf den Weg. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt erstmal Jelly Harvester oder Point of Interest. Fahren wir mal hin und gucken mal, was es da so Interessantes gibt. So. Alles gut, Basis ist verteidigt, dass man verarbeitet, können wir einmal testen, weil wir jetzt vielleicht hier so ein paar Steine aufnehmen. Ich meine, ist zwar nicht das beste Zeug, um ja, Sachen zu sammeln, weil dafür gibt es ja diesen Bohrer und den anderen Bohrer und den Hammer. Aber zumindest mal zum Ausprobieren. Das ist besser. Lol, Rad ist überladen. Okay, vielleicht nehme ich nicht so viele Sammelpads mit. Nein, aber das hätte ich gern dabei. Mal die mal da, so. Und dann, ich bin sehr gespannt auf die anderen Teile. Es gibt ja auch nachher noch Sachen zum Fliegen und so weiter und so fort. Also wird auf jeden Fall noch cool, glaube ich, hoffe ich. So, einsammeln. Komm! Weißt du, warum sammelt er den einen denn nicht ein? Kann man die eigentlich auch anders da positionieren? So längs? Ah, jetzt. Nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Lol. Also Bäume haben ja nichts entgegenzusetzen. Okay, warte, da hinten ist unsere Verarbeitung. Da fahren wir jetzt mal rückwärts dran. Theoretisch brauchen wir den auch nicht. So leichter sind wir, umso mehr können wir mitnehmen. Guck, fahren dann hier so dran. Und sagen, nimm mal alles mit, bitte. Genau, verarbeitet wird's. Dann kommt's da raus. Also richtig geiler Stein und dann wird's verkauft. Cool! Okay, wir sind bei minus 0, 1000 kann man sagen, ist die Basis. Es gibt da hier... Warte mal. Mein Sap Jelly. Wo finde ich den denn? Den guten alten Sap Jelly. Sap Jelly? Sap? Vielleicht aus Bäumen? Sapling und Baum? Und Point of Interest? Das wäre da hinten nochmal. Wir fahren mal zum Point of Interest und gucken mal, dass wir unterwegs vielleicht noch was farmen können. Wie zum Beispiel diesen Baum da. Ich weiß auch gar nicht, ob man Sachen nachher runterwerfen kann, wenn man sagt, oh, ich habe jetzt genug. Und ich sehe gerade, dass ich da hinten die Kanonen vielleicht ein bisschen besser... Ja, genau, das Sap Jelly. Okay. Hätte positionieren können. Echt? Ah, toll, weißt du? Hier, das hier ist Sap Jelly. Dieses Glibberzeug da dran. Muss ich jetzt wahrscheinlich... Ja, muss ich eigentlich nur sammeln, ne? Ob ich das jetzt verkaufe oder wieder rausschmeiße, ja, scheißegal. Aber egal, da ist zumindest schon mal ein Fragezeichen. Guck mal, was da ist. Oder ist da unsere Sammelstelle? Weil da sind relativ... Warte mal, da ist noch ein Sap Jelly. Komm. Komm bitte, ich hab schon 5. Und vielleicht kann man ja echt hier Holz rausnehmen. Warte, guck. Ja, es geht. Nie mehr Scheiße mitschleppen. Weil da nehme ich wirklich nur Sap Jelly mit. Weil gerade bei... Oh. Destroy Enemy Ambush. Das ist eine richtig scheiß Position, sehe ich gerade. Obwohl. Oh! Da komm, geh ich nach runter. Ach du Scheiße, die haben genauso Autos wie ich. Nein, 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 nein. Alter, was für krasse Dinger. Bitte, bitte. Oh, sehr gut. Boah, krass. Meine ganzen Batterien sind leer. Vorne bin ich komplett kaputt. Wollte schon sagen, der baut sich wieder auf. Wie krass sind die denn drauf? Ne, jetzt liegt er am Rücken. Verstehen. Ach so. Und? Bam, Alter. G is so nice. Upgrade 3. Aber was sind das denn für gute Sachen? Bam. Oh nein. Nein! Ich bin kaputt gegangen! Was ist das denn? Oh. Warte mal, Last Use Tech? Kostet dann 3000? Nee, warte. Nimm die Nearby Tech.
Wie einfach mein ganzes Auto explodiert ist, das gibt's doch nicht. Aber guck mal, ich muss sie gar nicht mit mir führen. Ich muss sie einfach nur sammeln, dann kann ich die wegschmeißen. Jetzt muss ich rüberfahren und meine Sachen retten. Aber richtig, aber was für krasse Dinger da runterkamen. Na, damit können wir, glaube ich, so eine richtig... Also noch ein größeres Fahrzeug bauen mit noch dickeren Kanonen. Das können wir, glaube ich, bauen. So, jetzt haben wir hier, Alter, 15.400 und hier haben wir 4.900. Alles klar, Point of Interest ist natürlich weiter weg. Radar habe ich auch nicht mehr, aber wie meine ganzen Akkus explodiert sind. Habt ihr gesehen, in diesem grünen Schleier da noch? Oh, was ist das denn? Ja! Hä? Nein! Okay, wenn ich was dran mache, kann ich nicht mehr fahren. Alter, und ich habe gerade noch gesehen, wie meine Fahrerkabine geblinkt hat, wo ich dachte so, nein, bitte nicht explodieren. Oh. Hallo? Wo ist denn mein Auto? Oh, scheiße. Nein. Nein, nur ein Riesenhaufen Scheiße wieder liegen. Oder wo war mein, war das mein Auto? Hab schon, ne? Nein. Okay, ab geht's. So, weiter geht's. Ich habe irgendwie alle meine Batterien verloren. Die sind alle explodiert und ich habe immer mehr Kanonen, ich das Gefühl. Oh, Rad fast down gemacht. Allerdings kann ich mich jetzt auch nicht so gut reparieren. Ich habe zwar diese Blase gebaut. Okay, da kann man ein bisschen reparieren. Aber mehr auch nicht, leider. Vielleicht nehme ich das einfach mal mit. Funktioniert ja leider nicht hinten drauf. Schade eigentlich, weil normalerweise ist ja überall Sonne, auch wenn der sich bewegt. Gut, aber ich würde mal sagen, den Rest lasse ich mal hier liegen, leider. Leid es mir tut, weil, klar, hier sind noch ein paar Kanonen, obwohl ein paar kann ich ja noch mitnehmen. Hier, komm. Geil, robustes Rad ist überladen, aber liegt doch immer daran, wie das, wie der Wagen gerade steht, wie die Lastverteilung ist. Ein Problem haben wir, aber geht noch, wir haben zwar unser, also wir haben unser Radar verloren, das ist ein bisschen doof. Aber vielleicht hat ja der ein oder andere Gegner noch ein Radar. Und wir sammeln derweil Jelly. Der Flat, lol. Da der da hinten Radar. Big behind. Hinten groß. Okay, warte mal. Lol, der fährt weg. Flüchte. Der hatte kein Radar. Okay, weiter. Wir müssen noch irgendwo was finden. Da hinten ist vielleicht noch einer. Aber wir bauen momentan relativ klo. Oh. My first tech. Warte, wenn wir... Das ist aber eigentlich gar nicht so schnell. Wenn wir seitlich fahren, dann können wir halt auch ballern, ne? Das ist ja cool gemacht. Dann machen wir das jetzt so. Ich glaube, wir machen alle unsere Kanonen nächstes Mal nur noch seitlich dran. Oh, jetzt gibt aber Gas. Und tschüss. Oh. Ich wollte schon... Nein, die Batterien gehen kaputt. Nein. Oh, ich wollte Batterien haben. Warum sind die denn so gemein? Aber hier haben wir wieder ein paar Kanonen. Sind denn sonst Kanonen abgefallen? Ja, doch, da sehe ich gerade eine. Vielleicht können wir die einfach wieder draufpacken. Der hat jetzt nicht so krass. Was ist das? Ein Mini-Drill. Okay, braucht man nicht. Oh, endlich wieder ein Radar. Wir sind nicht mehr blind. Guckt unten rechts. Okay. Aber leider keine coolen Sachen. Okay, weiter geht's. Wir können natürlich diese blauen Steine mitnehmen. Vielleicht für unsere Basis. Können wir verkaufen. Blaue Steine sind bestimmt gut. Wobei wir müssen noch 31 Glibber-Jellies finden. Aber diese blauen Sachen will ich unbedingt abgeben. Okay, warte. So, bitte, bitte saug ein. Sauber. Aber so seitlich die Kanonen, habt ihr gerade gesehen, ist gar nicht so schlecht. Außer er macht natürlich einen Direktangriff, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber vom Prinzip her gar nicht so doof. Lol, wer ist denn da gelandet? Ah, ne, nur so ein kleiner. Gehen wir mal nicht hin. Ich wollte noch einmal hier gucken, warum jetzt hier dieses Fragezeichen immer noch da ist. Und ansonsten, ja, Batterien haben wir ja nicht mehr. Zu Hause haben wir noch Batterien. Zu Hause Batterien ist gut.
Hier ist gar nichts. Hier ist nur ein Fragezeichen. Okay, auf geht's. Jelly farmen. Also im Wald wäre das wahrscheinlich viel, viel einfacher als hier. Also in der Wüste mit ein paar Palmen. Aber die wachsen halt selbstständig immer nach. In unserer Basis sind auch ein paar Sachen gewachsen. Richtig gut. 12 schon. Oh, wow. Wieder 3. Ah, da hinten ist unsere Basis. Wir laden jetzt erstmal ab. Können eventuell... Ja, reparieren können wir eigentlich auch, weil wir haben Batterien. Batterien haben wir noch. Und durch die Steine durch. Oh. Ja, da wäre halt so ein Drill oder sowas besser. Ich glaube, mit den Kanonen zerstören wir relativ viel. Aber was soll's? So, da hinten ist unsere Verarbeitung. Oh, da ist jemand gelandet. Oh nein. Was will er? Lol, Batterie ist niedrig. Ich habe extra eine volle genommen, habe ich nicht. Ist das eine Reparaturblase? Nein, das ist eine Schildblase. Sag bloß, ich habe keine Reparaturblase mitgenommen. Bin ich bescheuert? Zack. Weißt du, wie ich Hauptsache leere Batterien dabei habe? Ne, warte mal, wir laden erstmal ab, sonst bammt er uns nachher weg und dann haben wir drüben den ganzen Salat rumliegen. Da ist der Schildblase. Ja, hier ist eine Reparaturblase. Gut. Oh. Ja, ist repariert. Okay, warte, abladen. Boah, das gibt jetzt Kohle. Achtet auf unser Geld. Achtet auf unser Geld, das wir da bekommen. Cool. 9. Okay, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Und hinten reparieren wir auch noch. Cool. Kann aber sein, dass jetzt die Akkus alle sind. Geobasisblock. Batteriestand niedrig. Ärgerlich. Kommt mal alle hier rüber. Hä? Das macht ja so komisch, ne? Mit den Dingern hier. Da haben wir noch einen. Also wenn wir so einen Geothermalgenerator anschließen, sind die Batterien bestimmt schneller voll. Anstatt hier an den Dingen. Oh oh. Der macht mir so ein bisschen Angst da hinten. So, dann ladet mal da auf und dann holen wir uns den gleich weg. Und da ist noch einer gelandet. Also wir können theoretisch so viele jetzt abfarmen. Oh, ist ja immer noch alles kaputt. Deswegen werden die Batterien auch so schnell leer gezogen. So, mein lieber Freund. Okay, alles schon vorbei. Kann ich jetzt hier vorne reparieren, wenn wir schon mal dabei sind? Ja, doch. Der hat uns auf jeden Fall ein bisschen Schaden gemacht, aber der hat keine coolen Sachen bei gehabt. Okay, wir sammeln jetzt erstmal Holz. Ich um mein Holz. Wir brauchen Jelly. Gibt's hier denn irgendwo einen Wald oder so? Oh. Seht ihr das, was ich sehe? Ein gelber. Mit einer dicken, fetten Schaufel. Gar nicht so schlecht. Aber vorne diese Kanzel hat er halt vorne dran, ne? Ist ein bisschen dumm. Das meine ich. Direkt down. Aber wie gesagt, momentan haben die alle nicht so coole Sachen. Ich glaube, wir müssen halt ein bisschen farmen, die Quests da oben machen. Point of Interest wäre vielleicht mal ganz interessant. Und Jelly Harvester. Oh, warte mal. Wer hat denn da in der Verarbeitung stehen? Oh, warte. Ah, ja, sehr gut. Alles explodiert. Sag mal, doch, da ist noch eine Batterie, die wir mitnehmen können. Nice. Batterie ist gut. Und wir zerstören jetzt mal seine Basis. Beziehungsweise kann man die einfach zerpflücken. Hinfahren, zerpflücken. Die Deliverance. War cool. Mit Batterien. Die kann man nicht zerpflücken. Guck mal. Ja, komm. So, kaputt gemacht. Da kann man aber echt voll viel farmen. Ne, warte mal, die brauchen wir nicht. Holen den jetzt auch weg und dann sind wir wieder so weit, so gut. Aber ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ich werde jetzt erstmal die Quest hier Geo Jelly Harvester so gut es geht zu Ende machen. Also kurz davor, eventuell sogar noch beenden, je nachdem, wie das gerade so passt.
Und dann geht's dann da weiter, wahrscheinlich mit den nächsten Quests und vielleicht auch mit den nächsten Teilen, die wir bekommen. Weil je mehr wir machen, desto mehr Teile schalten wir frei, effektiv. Oh, der hat sich gedreht. Toll. Die Laserbox stirbt. Lol, wie der überlebt hatte. Aber gut, hier sind Bäume und ansonsten bis zum nächsten Part. Tschüss.